So, willkommen zurück. Ja, passt schon. Sollte funktionieren. Gießen habe ich gerade erledigt. Ein paar Sachen habe ich geerntet. Die letzte Erdbeerernte wahrscheinlich für dieses Jahr. Also für diesen Frühling, wie auch immer. Na, für dieses Jahr halt. So. Alter, der Brüller war es jetzt nicht, was ich rausgeholt habe. Aber naja, okay. Bisschen wenig Besondere. Aber gut, ich habe ja jetzt auch nicht wirklich gescheiten Dünger rein und so. Ne? Das ist ja wieder das zweite Problem. So, den Scheiß können wir dem Günther geben. Die Hacken und was nehmen wir natürlich mit. Da werde ich nichts mehr neu hacken. Das ist Quatsch, weil das werde ich eh nicht mehr verwenden. Ich fürchte, die Blumen hier habe ich verpennt. Die werden nichts mehr werden. Habe ich Pech gehabt. Da habe ich irgendwo einen Fehler gemacht. Oh, die Katze hat noch gar keine Liebe gekriegt. Naja, das werden wir gleich ändern. Ist hier irgendwo was Sinnvolles zu holen? Nö, ne? Cool. Community Center müssen wir auch noch ein bisschen weitermachen noch. Naja. Gucken, wie wir das alles schaffen, ey. Es wird ein bisschen... Ah, da sind Würmer. Hä? Ich hab da Lehm gehackt. Oh, meine Fresse. Ja, toll, war bloß Lehm drin. Ach ja, beim Angeln habe ich auch ein Buch gefunden und eine schöne Waffe. Ja, das ist ganz nett. Die Waffe wird mir helfen. Und das Buch hat mir natürlich dahingehend geholfen, dass wieder was donated wurde ans Museum. Ein Buch eben, ein neues. Ja, jetzt ist die Frage. Wir haben hier was übrigens. Ein Iron Bar. Haley. Nee, vergiss es. Wer hat heute Geburtstag? Pierre, der mag Fried Calamari. Kannst vergessen. Kannst vergessen. Morgen Emily. Da hätte ich vielleicht sogar eine Chance drauf. Ihr was zu geben. Ja. Ja, der habe ich schon. Topaz habe ich ja auch. Amethyst kriegt sie nicht. Das ist für... Ja, das Mädel, was glaube ich im Herbst Geburtstag hat. Oder hat sie im Winter? Hat sie sogar im Winter? Nee, ich glaube sie hat im... Ah, bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall magst du Sachen im Herbst. Weil im Herbst gibt es einige lustige Sachen. Die eben so für schwarze Seelen gut sind. Naja gut, sie ist wahrscheinlich eher so ein bisschen Emo. Wenn ich mir so die Frisur vom Sebastian angucke, wird sie eher in Richtung Emo sein als wirklicher Grufti. Aber naja gut. Komme ich mit klar. Ist mir lieber als was Normales. Also wird sie es wohl werden. Runter. Strand. Und dann machen wir den Fries schon fast raus. Und dann, was geht's heute noch? Ja, ein bisschen fischen und dann wieder in die Mine. Dann schauen wir mal. Hier gibt's heute gar nichts. Ja, wir müssen unbedingt dann mal anfangen, ein paar Krabben-Dinger zu bauen. So Krebsfallen. Aber Problem ist, die kosten jetzt ja relativ viele Ressourcen. Was kosten denn die? Lass mal sehen. Krabbenfalle. Krabpot. Ja, Iron Bar vor allem. Genau, mit dem halben Kosten kostet nämlich Kupferbarren statt Eisenbarren. Jetzt habe ich echt ein Problem. Jetzt muss ich nämlich erstmal über Level 40. Ich glaube über Level 40. Zwischen Level 40 und Level 80 gibt es Eisen. Ja, das ist natürlich richtig nervig. Richtig nervig. Scheiße. Naja. Schicksal. Ah, da wächst gerade ein neuer Baum. Habe ich wohl gefällt. Ah, hier gibt es nochmal Zwiebeln. Nicht sinnlos in der Gegend rumhacken. Oh, sag mal, Junge. Und nochmal eine Zwiebel, okay. Haben wir noch ein bisschen Energie. Ist jetzt nicht viel, aber zum Angeln müsste es dann halt reichen. Und dann angeln wir uns Energie zusammen. Upsala, für die Mine. Aber ich glaube, das Energiezahmangeln werde ich nicht on-screen machen, weil das dauert sonst einfach zu lange. Sonst wäre das wieder so ein langes Video. Ja, gut, was brauchen wir denn hiervon? Ja, das wäre schon schön, aber das findet man im Winter sowieso selber. Was soll der Blödsinn? Pufferfisch finde ich selber. Das ist alles Quatsch. Was ich brauche, ist das hier. Wann? Ah, Sow and Fall, ja. Genau. Die kann ich erst im Herbst anpflanzen. Naja, gut, pflanzen wir es im Herbst an, was soll's. Habe ich gekauft. Ja, dann ist mir eingefallen, ich könnte ja einen Baum pflanzen, aber das ist doch nicht so die gute Idee. Weil ich brauche mein Geld für das Saatgut für den Sommer.
damit ich gleich alles Mögliche anpflanzen kann. Richtig schön viel davon. Muss ich mir mal angucken, wie ich das mache. So, das kommt hier rein, bitte. Hallo? Bescheuert oder was? Das geht mal sowieso an Gunther ab. Das kommt hier rein. Genauso Brot. Brot ist natürlich Baumaterial, ne? Vollkommen klar. Ja. Naja, zählt zum Körperbau. Also passt schon. Baumaterial im weitesten Sinn. So. Wie viel Rehrsied haben wir denn? Ah ja, gut, geht schon. Bis zum Herbst kriegt man schon ein bisschen was zusammen. Anschirnsied. Die kann man, glaube ich, sogar immer anpflanzen. Oh ja. Naja, die pflanze ich aber erst im Sommer. Weil jetzt, zwei Tage vor Saisonschluss, das ist vielleicht ein bisschen quatschig. Gut, das war's im Prinzip. So, jetzt nicht vergessen, Katze mit Liebe versorgen. Und mit Wasser. So. Und dann nehme ich diese Waffe jetzt. Neptun's Glaive. Ne? Die hat nämlich richtig geil Schaden. 18 bis 35 ist natürlich mehr als 4 bis 8. Ist aber langsamer. Naja, gut. Dafür erhöhte Defense. Ja, passt schon. Ich brauche keine Axt da unten. Ich brauche das nicht. Ich brauche das nicht. Ich brauche das. Was brauche ich noch? Ja, eine Angel brauche ich vielleicht sogar. Wenn ich auf Level 40 komme, auf jeden Fall. Ich glaube, sogar in Level 20 gab es schon einen See. Habe ich da schon geangelt? Ich glaube schon. Doch, ich glaube, da habe ich geangelt. Gut. Angel habe ich dabei. Okay, dann. Ach ja, wir haben gesagt, wir machen den Fries raus. So. Gab es hier irgendwas? Habe ich was übersehen? Nee. Ist nichts gewachsen, ne? Nee. Ja, Bäume fäll ich jetzt keine. Das machen wir dann. So, ja, das war Auftrag von Haley. Das kannst du vergessen. Absolut. Wir angeln heute hier in der Dorfmitte ein bisschen. Ich hoffe einfach mal, dass ich da auch was finde. Was Schönes finden kann. Was mir ein bisschen Energie gibt für die Mine. Ach ja, ich habe gesagt, ich mache das nicht alles, ne? Weil das dauert einfach zu lang. Okay, wir sehen uns wieder, wenn ich in der Mine bin, würde ich sagen. Bis dahin. So, stimmt ja gar nicht ganz. Wir sehen uns kurz vorher schon. Außerdem glaube ich, schaffe ich es heute gar nicht in die Mine. Ich habe nicht genug Energie, immer noch nicht. Ja, ich habe auch keine Lust hier, das alles zu machen. So, Clint ist doch der Schmied. Ja. Genau, der mag das nämlich. So, haben wir schon mal ein Stein im Brett bei ihm. Und dann Prozess Geodes. Vielleicht bringt der einem ab und zu irgendwelchen... Ich glaube, der gibt einem sogar ab und zu was, stimmt? Der gibt einem ab und zu irgendwelchen Schmiedeabfall oder so. Das ist ziemlich cool. Oh, Haley wollte einen Eisenbarren. Fünf Dinger hätte ich ja, um einen Eisenbarren zu machen, ne? Aber... Nee, lass mal. Haley muss warten. Haley ist einfach nicht so interessant. So, jetzt können wir dem Gunther ein bisschen was donaten. Vielleicht haben wir dann sogar schon die 40 Items. Hallo? Donate, nicht leave. Mein Gott. So. Und zwar das Ding hier. Das komische Ding da. Ja, mach das mal da rein. Oh, das wird ja richtig viel heute. Ah, genau, ich habe... Aha, das heißt, jetzt wird was passieren. Das ist schön. Jetzt möchte ich aber was wegmachen. Und zwar das. Tue ich lieber hier hin. Da gehört es besser hin. Okay. So. Gibt es jetzt ein Reward? Ja, tatsächlich. Rehrgrau. Und Skeleton. Cool. So. Und der Rest. Ab zurück zur Farm. Und dann geht es in die Mine. Zumindest versuchen wir es. Ich weiß nicht, wie weit wir kommen. Ich kann mir es irgendwie nicht vorstellen, dass wir es schaffen. Weil kaum Energie. Wir können höchstens versuchen, ein paar Ghostfish zu fangen. Mal gucken. So. Ja, die Rehrkraus, die gehören da ja nicht rein. Das gehört da rein. Ja, ach, die habe ich vergessen aufzumachen. Ach, ich bin ja so doof.
toll. Das habe ich ja gut gemacht. Ah, ich brauche eine zweite Kiste für Steine. Oder ich mache mal die blöden Waffen hier raus. Die können ja da eigentlich auch nicht rein. Ne? Waffen und Rüstungen. Dann passt wenigstens das Zeug noch rein hier. So, wie viel haben wir denn jetzt Eisen? Ja, über 30, aber nee. Nee, es ist mir nicht genug. Die kriegt es nicht. Hat sie Pech gehabt, die Alt-Haley. Wenn sie das gerne hätte, kann sie weiter träumen. Ich hätte auch gern so manches. Bleiben Träume, also was soll's. Kann sie auch ein wenig träumen. So, nee, das gehört hier nicht rein. So, das gehört noch hier rein. Bin ich dumm? Wie will ich denn schmelzen ohne Kohle? So, rein damit. Gut. Na ja, und dann heißt es jetzt ab in die Mine. Wir probieren es einfach. Ach so, ich wollte gucken, wie viel Ghostfish ich habe. Wie viel Ghostfish habe ich hier? Überhaupt keinen. Aha, also habe ich gleich bessere Ghostfish gefangen oder wie? Ja, die da. Gleich in Gold. 3 Stück. Na, scheiß drauf. Wir gucken, was wir mit der Energie holen und dann schauen wir mal, ob wir sagen, wir gehen in die Mine oder wir gehen nicht in die Mine. Ich denke mal, es sieht heute schlecht aus. Ich habe zu viel von Gießen verbraucht. Level 20 ist ein See, ne? Ja, ist. Okay. Bis gleich, wenn ich hier mit der Fischerei fertig bin. So, okay, zurück in den Minen. Jetzt bin ich gespannt, was das für eine Aktion wird. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Wir sehen, oh, hier wird es nämlich schon dunkel. Das ist mal wieder so, es ist ab und zu mal, gibt es so Dinger, da ist es dann stockfinster. Das macht immer ganz viel Spaß. Oh, aber dafür ist es ein Paradies an Ressourcen. Ah, genau, da ist doch was. Da ist so ein Affe, so ein Steinaffe. Genau. Das ist so ein Steingerät. Ja, ja. Wir kommen schon langsam in die unteren Ebenen. Genau das ist es. Na dann gucken wir mal, wie weit wir heute kommen. Ob wir runterkommen. Ja, ganz nice. Da geht's weiter. Das ist auch schon mal nice. Das schlagt mal kaputt. Okay. Und runter mit uns. Hier ist es heller. Naja, nee, auch nicht wirklich. Ach, genau. Das ist so ein komisches Steinviech. Machen wir kaputt. Ach, da ist gleich der Ausgang. Naja gut, warum nicht? Vielleicht nehmen wir den sogar gleich. Hier haben wir einen Pilz. Kann man auch gebrauchen. Ja, okay. Hier kriegen wir auf jeden Fall schon mal genug Dingsam. Erze. Das Problem ist, ich brauche Kohle. Da sehe ich 2 so Viecher anscheinend. Ja, die wehren sich aber auch nicht sehr. Da passiert nicht viel. Ja, manchmal sind in den Steinen noch Kohlen drin. Also Kohlen würde ich jetzt sinnvoller gebrauchen können. Oh, besonders viel Energy habe ich auch nicht mehr. Ja, schön. Naja, gut, also kommen wir doch nicht weiter runter, weil dann war es das jetzt. Wenn wir jetzt die 3 Fische gegessen haben, dann kommen wir vielleicht mit Mühe und Not auf die erforderliche Level. Und dann war es das aber. Na gut. Was soll's? Hä? Hier ist auch zu. Was ein Blödsinn. Ach, eine Fledermaus auch noch. Nee, da habe ich jetzt keine Lust zu. Ja, Erze gibt's hier genug. Ich denke nur, ich werde beim Schmied ein bisschen Kohle kaufen müssen. Kann man ja machen. Ist ja nicht so teuer. Und vor allem durch die ganzen Fische, die ich heute verkauft habe, die ganzen Ghostfische, müsste ich morgen mal irgendwas zusammenkriegen. Passt das schon auch wieder. Normales Holz, schade, Hardwood wäre mir lieber. So, na jetzt sind wir ja eh schon auf Level 34.
Das hätte ja was sein können, aber es war wohl nichts. Ach, hier geht's runter. Ah ja. Naja gut, warum nicht? Aha. Komme ich hier rauf? Nein. Ja, das sind wir ja eigentlich schon. Hm, jetzt ist die Frage, aber wir kommen nicht weiter runter. Das ist unser Problem. Die Energie reicht nicht, um weiter noch runter zu gehen. Hm, schade echt. Weil vom Ding her, von der Zeit her, würde ich es jetzt noch packen. Ja, dann lassen wir das. Wir sind auf Level 35. Okay, gehen wir halt zurück. Haben ja irgendwas geschafft. Nicht das, was ich gern geschafft hätte, aber wieso bin ich nicht gleich oben rum? Mein Gott. Ja. Aber trotzdem wissen wir was. Ja, also wir haben auf jeden Fall genug Dingspunkts Erz. Kupfer. Wir könnten gleich noch ein bisschen was schmelzen. So. Während wir hier warten. Bitte schön, viel Spaß. So, dann hier. Oh, da haben wir eine Omni-Giode. Oh, die ist natürlich auch schön. Hier haben wir wahrscheinlich schon gar keinen Platz mehr für. Ja, da ist... Ach so, das gehört ja auch nicht... Das normale Quarz gehört ja auch nicht hier rein. Ja, die Omni-Giode geht auch schon nicht mehr rein. Sehr gut. Naja, dann ist es wohl so. Was mache ich jetzt für ein Quatsch? Da will ich rein und dann eine Kohle zurück. So, die Omni-Giode, ja, die brauchen wir dann halt morgen. Boneflut wollte ich abgeben, weil genau, hier habe ich nämlich noch gar nicht Gunther gegeben. So ein Blödsinn. Da habe ich ja fast Schwachsinn gemacht, so. Ja, dann kann ich auch demnächst mal, wenn ich so die Baumaterialien sehe, schon mal zu... zu Robin und wenigstens mal ein Silo in Auftrag geben, dass das, wenn ich das Gras hier sense, dass das auch Sinn macht, dass ich da wenigstens Heu für kriege. Was wollte ich noch? Ah ja, die Waffe wollte ich weglegen, das wollte ich wiederholen. Die Axt natürlich. So. Dann schnappe ich mir das und gebe das da rein. So. Und dann hole ich mir noch die Hacke wieder gleich. So. Ja, klar. Passt doch. Und dann wird es ja so langsam was. Ja, dauert halt. Wird langsam was. Aber naja. Okay. Ja, angeln werden wir jetzt heute nicht mehr machen. Das Einzige, was ich nochmal versuche, ist das, das eine Nachtviech, was es nur zwischen 0 und 2 Uhr gibt. Das ist ein bisschen scheiße, weil man kurz nach 0 Uhr fängt man an, richtig müde zu werden. Ja, das ist immer ein bisschen eine Herausforderung. Und jetzt versuche ich das Viech einfach nochmal zu kriegen. Und dann rühre ich mich wieder, wenn ich, wenn ich mich schlafen lege praktisch, ne? Bis dahin. So, vor Mitternacht zwischen zurück, jede Menge Blödsinn hier. Strange Doll, ja. Also Strange Doll. Merkwürdige Puppe. Mir würde dazu schon was einfallen für merkwürdige Puppe. Aber das wäre nicht ganz jugendfrei. So. Trident, ach, das können wir auch nehmen. Das wäre wahrscheinlich schneller als das Ding da. Das ist aber auch ein bisschen schlechter, ne? Vom Schaden her. Naja. Gut. Ansonsten... mal gucken. Dies geben wir morgen Günther. Nehmen wir also wieder mit. So. Kupfer kommt da rein. Das heißt, eigentlich können wir nochmal... So. Ach, bin ich doof. Drei Stück natürlich mitnehmen. So. CD kann weg. Joja-Cola kann weg. So, hier haben wir dann Frozen-Geode. Die dürfen wir morgen auch alle nicht vergessen mitzunehmen, die ganzen Geoden. Ja, Diamanten haben wir auch mit beim Angeln ständig in den Schätzen gefunden. Also da habe ich jetzt genug, das ist gut. Das heißt genug. Fast jeder Dorfbewohner mag Diamanten, das ist wieder das Problem. Wie das halt so ist, ne? Jeder mag Diamanten. Ihr kleinen Köpfe. Habe ich viele von denen. Okay, das werden wir jetzt schön verkaufen. Ja gut, aber auch nicht alle. Wir behalten mal zwei Stück übrig für morgen als Energielieferant. Bream, genau dasselbe, können wir auch verkaufen. Und Sunfish? Nicht. So, können wir auch zwei übrig behalten, schön. Bream,
Ah ja, die müssen noch hier rein. Okay, so, dann. So, dann stopfen wir halt mal das da rein, ne? So, dann verkaufen wir jetzt noch schnell, bevor wir ganz weg schlafen. Die Strange Stollen natürlich nicht. So, prim. Zwei Stück haben wir gesagt, behalten wir übrig. Hallo? So. Hier genau dasselbe, behalten wir zwei Stück übrig. Mal schauen, wie viel das gibt. Hier auch, behalten wir zwei Stück übrig. So. Hallo? So. Na? Na? Na, was ist denn schon wieder? Manchmal mag dieses Spiel mich nicht. Hallo. Okay, jetzt reagiert's wieder. Meine Fresse, was ist denn los? Okay, wir legen uns schlafen. Hä? Ach so. Ich kann mich nicht mit irgendwas drauf in der Hand schlafen legen, ne? So war das. Hm, mit Kohle in der Hand kann ich mich auch nicht schlafen legen. Ah, was ein Schwachsinn, echt. So, aber jetzt geht's, ja? Okay, bitte. Doch. Go to sleep, ja. So, okay. Was? Oh, Mining. Pickaxe besser. Und Miner Street, also irgendeinen komischen Lolli können wir jetzt herstellen. Na gut, warum nicht? Und Combat besser. Mehr Hitpoints und Rotsblätter. Okay, nicht schlecht. Also ein Wurzel, Gemüse, Blödsinn, Scheißdreck. So. Und wie viel haben wir gekriegt durchs Fischen? Ja, hat gefetzt. Oh ja, richtig. Oh, das ist aber gut, weil dann können wir gleich richtig schön einkaufen im Sommer. Das ist neckisch. Das gefällt mir. Gut. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Gerne Like oder Kommentar. Wir sehen uns dann wieder. Naja, vorletzter Tag schon. Samstag, 27. des Frühlings. Beim nächsten Mal. Bis dahin.